Servus YouTube und Freunde des gepflegten Gamings, hier ist euer Maren Wolfsudel. Ich heiße euch herzlich willkommen zu der Zusammenfassung von Tag 9. Heute wieder etwas kürzer, da ich wieder nicht sehr lange gezockt habe und meistens alleine. Deswegen habe ich mich heute mal um den Wald gekümmert, um da die ganzen übrigen 20, 25 Stämme, die da noch lagen, wegzuschaffen. Das habe ich dann mit dem Fliegel hinbekommen, mit dem Timber Runner und auch ein bisschen mit dem Häckseln. Da habe mir dann nochmal den Mod gefunden von diesem Häcksel Jens, Holzhäcksler oder Holzhacker, der eben dieses Förderband oder diesen Einzugsschachter von den Bäumen eben hinten dran hat und der eben viel länger und breiter ist und somit auch irgendwie stabiler. Das ist wirklich eine gute Sache und hat auch besser funktioniert als, ihr seht schon, die beiden Anhänger, eine große Krampe mit 60 Tonnen knapp und der Kröger mit 45 Tonnen, die habe ich doch ziemlich voll bekommen, also das wären dann um die 105.000 Liter Häckselgut, das ist schon enormes, das ist schon enorm viel. Und ja, manchmal hat es trotzdem noch gefuchst mit den Bäumen reinziehen, aber dann hat er doch meistens die ganzen Bäume reingezogen. Hier hat er es dann auch noch hinbekommen, wie man bei dem kleinen Stück noch sieht. Und ja, da kommt schon was zusammen und ich werde halt das mal einfach auf dem Hof lagern, bis mal, ja, irgendwie doppelter Preis oder sowas kommt oder irgendwie, die Preise hochtreibt, damit man damit mehr verdient, weil sonst ist das wirklich nicht üppig. 750 Euro pro Tonne, also da, wenn das mehr ist, ich habe ja Zeit, genug Geduld, dass wir da mal eine Preiserhöhung bekommen und das schön teuer verkaufen können. Ja, und gegen Ende seht ihr noch, wie ich einen riesen Laster voll, also einen ganzen Fliegelanhänger voll Holz, lange Holzstämme, Baumstämme, also das ist Wahnsinn, dass ich nicht so lang in so langen Stücken noch mit dem Frontlader vom New Holland drauf bekommen habe. Das war echt, ja, keine Kunst, aber mit dem New Holland funktioniert es einfach super. Ich habe mir dann eben so eine platzierbare Rampe geholt, zwei Maschinen habe ich da und habe die dann eben platziert, damit ich da schön hochfahren kann und dann schön einladen in den Fliegel, das klappt super. Und dann auch das Hinfahren und Verkaufen ist einwandfrei. Ich müsste dann nur demnächst mal den Zug wegschicken, da bekomme ich bestimmt viel Geld. Gut, ja, dann sehe ich nämlich, glaube ich, auch noch kurz beim New Holland in der Nacht beim Aufladen von ein paar Stämmen. Also eher so ein bisschen, eigentlich nur Wald, sagen wir heute, und so ein bisschen Abwechslung und wünsche euch damit viel Spaß. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Tag, also morgen, zu Tag 10. Da wird dann hoffentlich wieder mehr passieren. Schauen wir mal. Also macht's gut. Bis dahin. Ciao, euer Wolfsrudel.